So, willkommen zurück. Folge 55, Folge 155 von Let's Play Mass Effect 3, Let's Play Mass Effect 3, Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich wollte jetzt als nächstes den Außenposten besiedeln und deswegen fahre ich hier hin oder porte mich hier hin oder den Außenposten erstellen auf Kedera, damit wir die 100% vielleicht demnächst bekommen. Wir schauen mal. Wir haben hier nämlich noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich würde gerne noch holen. Gegner vor uns! Jetzt haben wir hier mehr oder weniger Wasser. So, die Aufgabe haben wir schon mal abgeschlossen. Die nächste ist natürlich zu unseren Außenposten fahren. Das heißt, wir können hier direkt den Weg fahren. Dann wahrscheinlich gleich noch eine extra Portion Aufgaben und Quests. Schauen wir mal. Geht das noch gar nicht? Warum geht denn das noch nicht? Was ist hier los? Zurück. Priorisierte Operation. Die Jagd auf den Archon. Verbündete Beziehungen. Da haben wir auch einiges. Ich könnte demnächst mal wieder aufs Dings gehen. Kedera. Opferzahlen. Besiedlung von Kedera. Besiedlung. Drogenkonsum. Bla bla bla. 40% Lebensfähigkeit. Ach so, jetzt geht das erst los. Okay. Verlockender Deal. Das heißt, wir müssen mit Race zusammenarbeiten, Drogenkonsum in den Kedera Slums untersuchen und Cadis mit den Cat auf Kedera helfen. Ja gut, dann machen wir das. Vorher werde ich hier nochmal Speicherino machen. Und dann bleibt uns ja nicht mehr viel übrig. Wir haben hier den verlockenden Deal. Da werde ich jetzt auch gleich nochmal hindüsen. Das können wir dann von der Stelle aus machen. Hier haben wir die Opferzahlen, genau, die Scan-Daten zurückbringen und ansonsten haben wir nicht mehr viel. Nein. Hier oben haben wir noch Steinerkopfen, aber ein Erinnerungsauslöser haben wir da oben noch. Deshalb würde ich sagen, geht es hierhin. So, wo müssen wir denn hin? Das wollen wir nicht. Wir wollen da oben hin. Boah, das wird ein weiter Weg, aber nebenan ist die Straße.
finde es immer nett, dass hier direkt immer, ja, hier extra schon mal Straßen sind. Die offensichtlich sehr viel befahren ist. Aber gut, fangen wir nicht davon an. Korinthstal. Diese Hütten sehen stabiler aus als die anderen Löcher hier. Eine gute Gelegenheit, unsere Vorräte aufzufüllen. Können wir tatsächlich mal einen Abstecher wagen? Tot. Schon eine Weile nach dem Geruch zu urteilen. Ich sehe keine Anzeichen für einen Angriff. Ein Scan der Leichen könnte uns Hinweise geben. Ach du Scheiße, es sind aber viele. Eine Filteranlage. Wenn sie sowas hatten, warum haben sie dann giftiges Wasser getrunken? Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Alles tut weh, ich habe mich so viel übergeben, dass ich das Gefühl habe, mein Magen hat sich umgedreht. Sogar Skylar, der Stärkste unter uns, sieht aus wie der Tod persönlich. Jemand hat den Filter manipuliert. Die Angara haben gerade so viel Schwefelsäure aufgenommen, dass es erst über einen längeren Zeitraum tödlich ist. Aber nicht genug, um es gleich zu merken. Klingt nach einem guten alten Mord. Wir sollten uns noch weiter umsehen. Vielleicht finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. Schwarzer Magen und Geschwürbildung. Das passt zu einer Vergiftung mit Schwefelsäure. Wahrscheinlich durch das Trinken von Kedera-Wasser ohne korrekte Filterung. Die Angara leben schon länger auf Kedera als wir. Sie wissen genau, dass sie das Wasser nicht ungefiltert trinken dürfen. Ich schlage vor, wir untersuchen die Wasserversorgung des Dorfes. Noch mehr. Aliens kommen jetzt täglich hungrig, schmutzig, wie sie uns ansehen. Ich habe Skylar angefleht, Gnade zu zeigen und ihnen die Nahrung kostenlos zu geben, aber er hat nicht mehr auf mich gehört. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Jeder Bewohner Kedaros hat die Möglichkeit, sein eigenes Stück Land zu besitzen. Die Badlands stehen ihnen offen und ich befürworte ihre Besiedlung. Die Erschließung der natürlichen Ressourcen dieses Planeten ist unsere größte Überlebenschance, Sloan Kelly. War ich ja schon. Mal drüben. Essen und Wasser im Austausch für Quartals, Bergungsgut oder was auch immer sie haben. Waren am Anfang der Liste sind teurer als jene am Ende. Gefülltes Wasser, Ali-Fleisch, Kerkim-Panzerschuppe, Taugsteak, Dral, Happen, Ali-Fleisch nicht mehr ganz frisch. Gute Auswahl. Ah, verschlüsselt. Sam, kannst du da was machen? Ja, Moment bitte.
Dieses Log gehörte Skylar Yefir, einem Angara, der hier lebte. Spiel das erste Log ab, Sam. Es tauchen immer mehr Aliens auf. Sie sind verzweifelt und schmutzig und bezahlen alles für ein Stück Adi und sauberes Wasser. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre verloren. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt. Hören wir uns das zweite Log an. Ich habe heute einen der Aliens erwischt, wie er unser Filtersystem studiert hat. Ich habe Karina und ihre Schwestern angewiesen, die Anlage zu bewachen. Wenn diese Exilanten lernen, eigene Wasserfilter herzustellen, brauchen sie uns nicht mehr. Letztes Log, Sam. Einige Aliens haben sich nicht weit von hier niedergelassen. Sie nennen es den Charybdis Point. Eine Gruppe von ihnen kam heute zu uns und hat verlangt, dass wir unsere Wasserfilter übergeben. Karina und die anderen konnten sie vertreiben, aber ich habe Angst vor der Verzweiflung in ihren Augen. Möglicherweise haben diese Exilanten die Wasserfilter manipuliert. Verzweifelte Leute greifen zu verzweifelten Maßen. Charybdis Point waren wir ja schon gewesen. Das reicht. Dann werden wir da gleich mal noch auf den Weg hier vorbeischauen. Vorher möchte ich in Erinnerung fassen, also ich sehe ihn auch da oben schon gerade. Ich habe die Quelle des Notrufs lokalisiert. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Müsste eigentlich ganz nah sein. Da vorne ist er. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Na, da bin ich aber gespannt. So, wo war denn dieses Ding? Scanner-Anomalie SOS, es ist hier oben. Noch höher? Abela zufolge könnten an Orten wie diesem angaranische Artefakte zu finden sein. Wir sollten ihn durchsuchen. Ach komm. Das könnte ein angaranisches Musikinstrument sein. Wir sollten es Avela zeigen. Jetzt ist mal hier noch das SOS-Signal, wenn wir schon mal hier sind. Tatsächlich Ruinen einer alten Kultur, nämlich den Vorfahren der Angara. Wo ist denn jetzt das SOS-Signal? Das muss doch hier auch in der Nähe sein. Da oben. Wow!
Jemand hat unser SOS empfangen. Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Oh Mann. Liebes Tagebuch, es passiert. Die Pflanze fängt an zu wirken. Mach dich auf was gefasst. Was ist, wenn man arm Hunger kriegt, wenn er einfach einen Snack braucht und meinen Fuß isst? Tauschen die dann Platz? Und dann ist da noch das Problem mit Lila. Was will das eigentlich? Kann es sich nicht entscheiden oder ob es blau ist? Man überleg's dir halt endlich mal. Und noch was. Raumzeit ist gar nicht, wie wir denken. Wir sind alle individuelle Stücke Energie aus einem viel größeren Pool gezogen und in einem künstlichen Zeitstrom zur Form geworden. Zeit existiert im klassischen newtonischen Sinn gar nicht. Alles passiert gleichzeitig, aber unser Verstand käme damit nicht klar. Also verarbeiten wir eines nach dem anderen. Aber ich sehe es jetzt. Ich sehe es jetzt alles. Es passiert alles. Das Alpha und das Omega sind vereint. Und scheiße, ich glaube, mein C hat gerade meine Hand gegessen. What the fuck? Was sind das für zwei Idioten? Wir haben Ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Soll das ein Witz sein? Wir dachten, es wäre wichtig, dass jemand stirbt oder so. Entspannen Sie sich. Okay, ja, wir haben vielleicht etwas übertrieben, aber für uns ist es wichtig. Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, also sie hat Heilkräfte. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, naja, Kunden, die medizinische Hilfe brauchen. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden Sie eins. Natürlich geht es hier ausschließlich um Medizin. Total, so ein Anti-Beauty-Dings. Vielleicht hat es noch andere Vorteile, aber in den Badlands darf man nicht wählerisch sein. Ich habe eine Lampe für Ihre Pflanze. Echt? Wow, mitten im Niemandsland. Hammer, die wird gehen. Und hey, nehmen Sie ruhig eine Probe mit. Sie wissen schon, falls Sie mal eine Infektion loswerden müssen, oder... Sei ruhig, Mann. Was für zwei Idioten, ey. Ups. Diese Pflanze verfügt über einzigartige pharmakologische Eigenschaften. Sie liefert ein starkes Antibiotikum. Bei höherer Dosis kann es allerdings psychoaktive Effekte auslösen. Dann haben Sie also nicht komplett gelogen. Das könnte dem Kranken in der Nexus-Zuflucht helfen. An alle, die gerne Wasser trinken. Angeblich hat jemand eine saubere unterirdische Quelle gefunden. Oben in den Hügeln, schwer zu finden, aber Merdak sagt, der böse Typ hat gesagt, der andere Typ mit dem Namen hätte jemand von diesen Typen gesehen, wie er Wasser gegen Vorräte tauscht. Der Typ, der in der Höhle wohnt, 4 Blätter. Die fiese Asari-Tosi mit der Narbe, 3 Blätter. Bubakwat Kukwana, 8 Blätter. Bubakwat? Sloans Bodyguard, 2 Blätter. Krasser Fressflash. Torianer mit den fiesen Verbrennungen beim Feuersee. Durchgeknallte Salarianer, der zu schnell redet. 4 Blätter. 6 Blätter? Keine Ahnung. Ich verstehe den Typen nicht. Okay. Züchten hier Pflanzen, die 2 Drogenhansis. Oh Mann, ey, wie oft ich das Ding schon gescannt habe und nichts ist bei rumgekommen. Ja. Die Heilpflanzen. Aber so ganz Unrecht hatten sie ja nicht. Aber lustig, dass sie sich hier im Niemandsland angesiedelt haben. Nicht ganz so lustig ist vielleicht, oder vielmehr froh kann man vielleicht sein. Das war wieder eine sehr, nicht so produktive Folge. Auf jeden Fall wird diese Folge hier enden und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.